Das Umweltamt Wiesbaden hat es sich zur Aufgabe gemacht, ehemalige Fischteiche in Amphibiengewässer umzuwandeln. Hier sehen wir die Panzerteiche im Winteraspekt. Diese Panzerteiche liegen unterhalb des Goldsteintales, das bekannte Natura 2000-Gebiet. Panzerteiche heißen sie deswegen, weil der frühere Pächter Herr Panzer hieß. Es handelt sich gleichzeitig um einen geschützten Landschaftsbestandteil, der in den letzten 2 Jahren Schritt für Schritt vom Umweltamt renaturiert worden ist. Wir sehen hier verschiedene Kleingewässer, stehende Kleingewässer mit unterschiedlichen Wassertiefen. Die sind wiederum wichtig für die Ansiedlung auch unterschiedlicher Tierarten und Pflanzenarten. Der Goldsteinbach speist heute die Amphibiengewässer mit einem vollkommen neuen Wasserregime. Dieses besteht nicht mehr aus einer Rohrleitung wie früher bei den alten Fischteichen, sondern mit sogenannten naturnahen Wasserüberfallkanten aus naturnahen Steinen, also sogenannten Wasserbausteinen. Diese verbinden die einzelnen Gewässer mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten und unterschiedlichen Gewässerständen. Bei diesem Renaturierungsprojekt ist es uns erstmals gelungen, unterschiedliche Kleingewässer unterschiedlicher Lebensraumtypen zu schaffen, insbesondere für Amphibienarten wie Molcharten, die Grasfrosch und die Erdkröte. In den nächsten Jahren werden im Rahmen eines Monitorings die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt hier an den Panzerteichen genau beobachtet, um entsprechende Rückschlüsse für weitere Maßnahmen und die Verbesserung des ökologischen Zustandes dieser Amphibienteiche zu erreichen.